So, was machen Sachen? Ja, lange nicht mehr voneinander gehört. Dezember war sehr, sehr stressig. Der ein oder andere weiß wahrscheinlich warum. Für die, die es nicht wissen, mal ganz kurz. Ich arbeite momentan in der Gastronomie als Fusselschubs und als Spülmaschine. Dementsprechend waren halt Ferien, Feiertage etc. War viel los. Ich hatte nicht viel Zeit. Ich habe zwar versucht, einmal die Woche was hochzuladen. Das hat jetzt so semi-gut geklappt. Das wird sich jetzt ändern. Januar ist wieder ruhiger, hoffentlich. Ich habe immer nur keinen Plan, kriege immer einen Plan für die Woche drauf. Es wird jetzt hoffentlich wieder ruhiger. Ich kann wieder mehr Videos machen, mehr Streams machen, mehr generell Zeug machen, was ich halt machen möchte. So, das kurz zur Erklärung, warum Dezember so wenig. Jetzt zu eigentlichen Thema, worüber ich eigentlich reden möchte. Ich erstelle ja 3D-Charaktere. Ich erstelle komplette Charaktere für VTuber, auch für Animationen etc. Ich erstelle auch Assets, verschiedene Accessoires, Klamotten, irgendwelchen Stuff für den Hintergrund und so weiter. Und es hat sich jetzt gerade im Dezember doch sehr, sehr, sehr stark verhäuft, dass ich folgende Anfrage kriege. Könntest du mir diesen Charakter aus diesem Anime bitte als YouTube-Modell erstellen? Oder könntest du mir den Charakter aus meinem Spiel als YouTube-Modell erstellen? Für alle diese Leute habe ich eine Antwort. Nein, mache ich nicht. Kann ich auch gar nicht machen, weil Copyright, das ist hier nicht erlaubt. Gibt Ärger. Und ja, darüber möchte ich generell einfach mal reden, weil ich finde es auch sehr bedenklich, dass gerade andere Content Creator, also Leute, die bereits schon Videos und Streams etc. machen, zu mir kommen und solche Anfragen haben und sich halt anscheinend null mit Copyright mal auseinandergesetzt haben. Man sollte eigentlich meinen, dass man, wenn man solche Videos oder wenn man Streams, Videos, Bilder etc., wenn man solche Plattformen wie TikTok, wie YouTube, wie Twitch und so weiter nutzt, dass man sich einfach mal ein bisschen damit auseinandersetzt, was darf ich da eigentlich hochladen? Wird irgendwie nicht gemacht anscheinend. Und ja, dafür auch dieses Video ein bisschen aufzuklären. Ich möchte euch Ärger ersparen. Ich will selber keinen Ärger bekommen und ich will nicht jedes Mal diese Diskussion führen von wegen, nein, mache ich nicht, ist nicht erlaubt, Copyright etc. Und geh mir einfach mal so das Gröbste durch, was am meisten vorgefallen ist. Das meiste ist, wenn ich die Anfrage bekomme, könntest du mir meinen Charakter aus dem Spiel machen? Dabei geht es jetzt um Charaktere, die man halt in einem Charaktereditor erstellt, wie in Final Fantasy, eigentlich jedem anderen MMORPG, wo man halt einfach einen Charaktereditor hat, wo man sich halt was zusammen selber basteln kann, den man dann im Spiel spielen kann. Sowas ist auch nicht erlaubt. Diese ganzen Sachen, die ihr nutzt, das sind Assets aus einem Spiel, die gehören dazu. Egal in welcher Ordnung die ihr die zusammensetzt, der Charakter, den ihr erstellt, ist immer noch Eigentum der Firma, die das Spiel gemacht hat. Auch wenn ihr den in einem Charaktereditor selber zusammengebastelt habt. Das ist halt so, nehmt's hin. Man könnte hingehen und sagen, okay, die Optik von dem Charakter an sich gefällt mir, ich mache mir daraus was Eigenes. Der muss aber genug Abweichungen haben von diesen ganzen optischen, von dem Spiel, was ihr spielt. Sei es jetzt, wie gesagt, wir bleiben jetzt auch mal bei Final Fantasy, das ist die meiste Anfrage, die ich kriege. Ihr könnt ja sagen, okay, die Optik von dem Charakter, von den Klamotten gefällt mir. Ich mache mir mit dem Grundkonzept meinen eigenen Charakter, aber ich kopiere das nicht eins zu eins. Dieses, ich kopiere das eins zu eins, ist halt das, was nicht geht. Da sollte man nicht, aber man kann sagen, okay. Dieses Kleidungsstück gefällt mir an diesem Charakter, weil der ist, keine Ahnung, besonders groß, hat spitze Ohren, keine Ahnung, dass man daraus eine Idee nimmt und die quasi in einen Originalcharakter erstellt. Sowas ist nicht einfach, ich weiß, es ist immer schwierig, sowas zu machen, gerade wenn man das halt noch nicht viel gemacht hat. Das wäre dann aber halt eine Möglichkeit, wie man das halt handeln könnte. Wenn es jetzt mehr um Anime-Charakter gibt, kommt meistens, ja, aber in VR-Chat oder ja, aber in MMD gibt es diese Charaktere auch. Sag, ja, das mag ja sein, gibt es wahrscheinlich so. Aber es ist auch wieder ein Unterschied. Diese Charaktere ist ganz, 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 ganz dünnes Eis. Zu allem, die meisten solcher Charaktere kommen tatsächlich aus Ländern, die ganz andere bis eigentlich gar keine Copyright-Geschichten haben. Ist auch sehr schwer, das dann zu verfolgen. Und dadurch, gerade bei VR-Chat, ist das Problem, dass diese Charaktere für den privaten Gebrauch erstellt worden sind und das dann halt auch schwierig anzuklagen. Und meistens ist das Firmen auch vollkommen egal, wenn diese Charaktere privat genutzt werden, in einem privaten Rahmen, sprich, ihr spielt ein Spiel und VR-Chat und dümpelt da rum als, keine Ahnung, Naruto oder so. Das ist den meisten egal, weil ihr verdient damit kein Geld. Er wird keinen Geldfluss
gestartet oder so. Anders sieht es aus, wenn ihr da mitstreamt, wenn ihr Videos macht oder so weiter. Dann ist immer noch der Hintergedanke, ihr könntet theoretisch eventuell vielleicht damit Geld verdienen und das geht nicht. Alleine die Absicht, mit dem Charakter Geld zu verdienen, reicht aus, um ja, Probleme zu bekommen. Auch wenn euer YouTube nicht monetarisiert ist, wenn ihr euren Stream keine Affiliate habt oder sonstige Geschichten, wenn ihr damit aktiv selber gerade im Moment kein Geld verdient, reicht es aus, dass es auf dieser Plattform die Funktion gibt, vielleicht da Geld mit verdienen zu können, reicht vollkommen aus und ihr könnt halt richtig Ärger von bekommen. Das fällt jetzt halt in MMD und VRChat zum Beispiel aus. Außer man verkauft die Charaktere über die Plattform, habe ich auch schon gesehen, ist dann halt auch wieder, ja, das kann verklagt werden. Nur um das halt mal kurz zu erklären, viele wissen es nicht oder es ist einfach dieses, ja, aber wenn es da das gibt, kann ich das ja auch machen und dann, nee, das ist das gleiche, es ist dieses blöde Beispiel, wenn Kevin von der Brücke springt, springst du hinterher, nur weil er es gemacht hat. Ist genauso dumm. Und nur weil irgendeiner irgendwo ein Modell hochlädt, was halt Copyright geschützt ist, mache ich das halt nicht, weil ich kriege im Zweifel den Ärger, weil der, keine Ahnung, irgendwo in irgendeinem asiatischen Land sitzt, wo es halt copyright-technisch ganz anders aussieht wie hier in Deutschland. Es gibt halt in verschiedenen Ländern verschiedene Regeln und ja, das ist halt so. Da kann ich nichts dran ändern, das tut mir leid. Und ich habe selber früher, wie ich angefangen habe, tatsächlich auch ein paar Charaktere gemacht, die in diese Richtung gefallen sind, von wegen, ich mache Charaktere aus Animes und so weiter. Und meistens gibt es Ärger. Bis jetzt war es immer nur, Sachen wurden gestrikt, zum Glück. Aber wie gesagt, es kann auch Ärger geben. Deswegen nochmal, ich mache nichts, was in diese Nische fällt, von wegen, es könnte irgendein Copyright verletzen. Da müsst ihr euch einen anderen Deppen suchen. Ich mach's nicht. Ich will keinen Ärger und ich will auch nicht, dass ihr Ärger bekommt. Und meistens hängt das eh immer zusammen, weil wenn es dann heißt, das Modell ist nicht erlaubt, weil kriegst du Ärger, weil Copyright und dann ist gleich wieder das Geheule groß und dann bin ich die Dumme, weil ich das Modell überhaupt erstellt habe. Es wird immer weitergeschoben, es ist immer so. Was jetzt auch komischerweise öfters vorkam, war, was ich sehr, sehr lustig fand, ich musste mich wieder an meine alte DeviantArt-Zeit erinnern, wo es dann halt Recolors gab oder halt Umfärbung. By the way, es tut mir echt voll leid, wenn ich hier die englischen Begriffe nutze. Die deutschen klingen einfach scheiße. Findet euch mit ab, wenn ihr dann halt zu spät. Ist jetzt einfach, wenn man einen Charakter nimmt, der existiert, zum Beispiel, meistens werden halt tatsächlich Charaktere aus Serien genommen, in meinem Fall VTuber genommen und die einfach umgefärbt. Ich hatte jetzt ein paar Anfragen, wo einfach tatsächlich Charaktere genommen wurden von existierenden aktiven VTubern, einfach umgefärbt und ich sollte die in 3D erstellen und die wollten die dann als Charaktere halt selber nutzen. Unter anderem eine Violette Garagura, das war irgendwie, es sah schon putzig aus in Violett. Aber das ist halt echt, ich gehe in Photoshop, mache aus Blau Violett und dann habe ich einen anderen Charakter, das funktioniert nicht. Noch dreister war die Aktion, dann kam einer, ihr sollte einen Charakter mit einem 2D-Modell doch in 3D machen. Das wäre ja schon anders genug, dass das durchgehen würde, dass das ein eigener Charakter ist. Das war halt 1 zu 1 der Charakter. Und ich sollte den in 3D machen. Ausrede, ja, der ist ja, der Original ist in 2D, er will in 3D und das ist ja was anderes und er ist ja dann jemand anders. Und ich könnte ja die Mütze weglassen. Oder so. Digga, nein, das ist immer noch nicht dein Charakter. Mach dir doch selber irgendwas. Ich verstehe auch gar nicht, wie man, gerade als VTuber möchte man doch irgendwas Eigenes haben, irgendwas selber sein. Dass man hingeht und einfach irgendwas nimmt, was schon irgendwo ist. Oder es einfach 1 zu 1 nimmt. Oder es umfärbt und dann nimmt. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Aber es, keine Ahnung. Ist dann halt so. Die Hoffnung vielleicht, ja, der Charakter ist durch den Anime berühmt, deswegen werde ich auch berühmt, weil ich den Charakter dann halt nutze in meinen Streams, in meinen Videos. Keine Ahnung. Es gibt auch so ein paar Sachen, die sind mehr so graustufig. Ich hatte jetzt auch ein paar Anfragen, wo ich halt echt am Überlegen war. Zu einem war es Minecraft, die ja momentan nicht ganz zeitlich nicht so streng war, wo es zu Mojang gehört. Jetzt gehört es ja zu Microsoft, da bin ich mir unsicher. Deswegen, wenn ich mir nicht sicher bin, lasse ich es einfach auch bei My Little Pony. An für sich haben die ja tatsächlich nichts dagegen, soweit ich es gesehen habe. Selbst wenn halt auch mit eigen erstellten Ponys Videos gemacht werden etc. Selbst monetarisierte Videos gibt es da nie Probleme, aber ich lasse es einfach am Ende. Ändert sich irgendwas, dann sagt Hasbro, ja, doch, finde ich doof. Und dann habe ich wieder den Salat oder ihr den Salat und das ist dann auch schwierig.
Deswegen auch solche Charaktere, wo es an für sich die Firma sagt, ja, eigentlich kann man das so machen, ist mir doch eigentlich Mumpe, was ihr damit macht. Auch sowas werde ich nicht machen. Ja. Und ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Infos jetzt, wisst ein bisschen mehr Bescheid. Ich hoffe, ich kriege nicht wieder so stark so viele Anfragen. Und wenn doch, schicke ich Ihnen das Video und habe keinen Bock, jedes Mal das privat so zu klären, weil es halt echt nervig, wenn man halt wirklich öfters immer wieder das Gleiche mit den gleichen. Es sind auch immer wieder die gleichen Ausreden, als hätten die sich miteinander abgesprochen. Keine Ahnung, was da los ist, aber ja, wie gesagt, das war es jetzt erstmal für mich. Ich wollte ein bisschen Frust rauslassen. Ich wollte euch ein bisschen Information da lassen. Ich hoffe, eins von beiden hat funktioniert. Also Frust habe ich rausgelassen, das hat schon mal funktioniert. Ein Punkt dafür. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Informationen mitbekommen habt, ob ihr bis hierher geguckt habt, keine Ahnung. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Video, was halt vielleicht nicht mehr ganz so genervt von mir ist, was halt nicht so frustig ist. Ja, dann danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.